gehe ich nochmal hier rein, denn hier ist ein Heilpunkt. Den kann ich jetzt sehr gut gebrauchen. Und speichern. Denn wenn ich jetzt nochmal sterbe, muss ich Balrog nicht mal besiegen. Also nicht nochmal. Und der Frosch stirbt. Und wie man sehen kann, ich habe die Energie zu... Genau, damit komme ich wieder drüber. Ich habe die Energie für die Ventilatoren wiederhergestellt. Und die können wir jetzt nutzen, um hier so einen schönen Schub zu bekommen. Und damit kann ich jetzt auch wieder zurück und hier oben hin. Und ich hole mir mal eben den Jellyfish Juice. Denn der ist ja einfach zu holen. Ich muss einfach wieder zurücklaufen und das komische Vieh besiegen. Und dann habe ich noch mehr Jellyfish Juice. Und da auf dem Weg, dann muss ich noch ein bisschen Fledermäuse besiegen und bla bla bla. So. Spring doch. Hier, wie man sehen kann, hier ist jetzt auch der Ventilator aktiv. Das heißt, ich kann da wieder rüber, ohne den Jellyfish Juice zu verbrauchen. Denn den können wir nur einmal benutzen. So. Sterbt. Also ich finde die Musik einfach klasse. Es ist schon ziemlich erstaunlich, dass das... Was mache ich denn hier? Es ist ziemlich erstaunlich, dass dieses Spiel hier von nur einer einzigen Person gemacht wurde. Und also wirklich die Musik, die Grafik und... Es ist einfach genial. Und das zeigt auch, dass eine Person dazu wirklich imstande ist. Dass man dafür keine riesigen Studios braucht. Und ja, das Spiel wäre, also viele sagen, dass das Spiel wahrscheinlich erfolgreicher gewesen wäre, wenn es auf dem Nintendo Entertainment System oder dem Super Nintendo Entertainment System rausgekommen wäre. Und ja, das stimmt wahrscheinlich auch, weil so ist es halt noch relativ unbekannt. Es hat zwar seine Fans und da ist es auch bekannt, hat nur einen Kultstatus quasi schon, aber es ist halt nicht so bekannt wie Zelda oder Mario oder Metroid oder Castlevania oder die ganzen anderen NES-Spiele oder Super-NES-Spiele. Ich meine, der Super-NES war ja eher für die RPGs bekannt und der NES für die Jump'n'Runs und Plattformer. Aber egal, es ist trotzdem ein tolles Spiel und ja, solche Grafiken wären natürlich auf dem NES auch nicht möglich gewesen, ne? Aber was soll's, es ist halt jetzt rausgekommen und daran kann man nichts mehr ändern. Moment, ich muss mal eben gucken, welcher Waffe ich jetzt hier die Erfahrungskristalle gebe, denn ich möchte gerne wieder alle Waffen auf Level 3 haben. Das wäre schon irgendwie toll. Du fällst dich auf mich drauf, so. Das hat volle Erfahrung, du nicht, du hast wieder, du nicht. Okay, die beiden. Dann mache ich die mal eben einen Feuerball kaputt. Und sie lassen mir natürlich kaum etwas fallen, das war ja klar. Aber egal. Besser die drei als gar nichts. Und ja, hole ich mir mal eben den Jellyfish Juice und es kommen noch genug Monster, die ich bekämpfen kann, um meine Erfahrung wieder aufzuladen. Na, spring schon! Beziehungsweise spring und dann bleib oben, damit du weiterspringen kannst und den Mother Jellyfish besiegen kannst. Stirb! Ich sagte, stirb! Danke. Jellyfish Juice! Ich frag mich, wie der schmeckt. Ob der wohl lecker ist? Egal, ich werde mir jetzt nicht irgendwelche Quallen besorgen, um irgendwelchen Saft daraus zu machen und dann zu probieren, ob der lecker schmeckt. Das wäre irgendwie seltsam. Obwohl, vielleicht schmeckt es ja lecker. Egal. Wenn es das irgendwann mal geben sollte, dann... Und ich es, also es hier in der Nähe geben sollte, wo ich das auch kriegen kann, wo ich es nicht von irgendwer importieren muss, dann werde ich es mal probieren. Ansonsten wahrscheinlich nicht. Egal. Wir haben den Jellyfish Shoes und wir können hier hoch, ohne ihn zu verbrauchen. Wunderbar. Jetzt brauchen wir nur noch die Gumbase, da wir ja die Holzkohle schon besitzen. Und ja, wie man sehen konnte, es ging ja... Nein! Sorry, Leute. Ich bin gestorben. Juhu. Aber jetzt hat man nochmal gesehen, die Stacheln sind tödlich, bla bla. Nur leider darf ich den Jellyfish Shoes nochmal holen. Toll. Na egal. Also, zweimal gestorben innerhalb von 15 Minuten. Ein neuer Rekord. Das habe ich noch nicht geschafft. Das fängt jetzt schon an, so an wie bei Kirby zu werden, oder wie? Aber egal. So, jetzt muss ich euch natürlich wieder aufleveln. Bam, in your face. Oh, okay, da sind noch Fledermäuse, die ich nicht gesehen habe. Und ich verbrauche jetzt einfach mal die Raketen, denn es kommt jetzt, glaube ich, kein Bosskampf mehr. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es kommt doch noch ein kleiner Bosskampf. Deshalb gehe ich doch mal lieber sparsam damit um. So, du stirbst. Du stürzt dich nicht auf mich. Und ihr sterbt auch, bitte. Danke. Na toll, die ganzen Erfahrungskristalle fallen wie Stacheln. Wie soll ich noch meine Waffen wieder aufladen? Da komme ich doch nicht dran.
Es müsste so eine Bumerang-Waffe geben, mit der man die Sachen aufsammeln kann. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Die gibt es auch nicht, soweit ich weiß, aber... Vielleicht kommt ja irgendwann mal Cave Story 2, wenn er sich denkt, ja, jetzt mache ich nochmal 5 Jahre Cave Story, weil das war geil. Oder vielleicht kommt ja ein anderes Spiel von Pixels. Also es gibt auch andere Spiele von Pixel, die habe ich aber noch nicht ausprobiert, weil die sahen alle irgendwie komisch aus. Und es ist, glaube ich, auch keins so wie Cave Story. Berichtigt mich, wenn ihr das besser wisst. Ich habe sie ja nicht wirklich ausprobiert, deshalb kann ich da nicht wirklich was drüber sagen. Aber ja, eine Boomerang-Waffe wäre einfach cool. So. Nein. Nein, nicht schon wieder. Ich bin erst reingefallen, hatte Glück, weil ich noch Unverwundbarkeit hatte, aber dann bin ich nochmal reingeschubst worden und bin schon wieder gestorben. Ja, toll. Hey, wir sterben gerne. Es gibt nichts Schöneres, als zu sterben. Way. Okay, wisst ihr was? Ich hole mir erstmal die Gumbase. Die Holzkohle kann warten, denn das langweilt euch jetzt, wenn ich da nochmal reingehe und dann sterbe ich wahrscheinlich nochmal. Und das hat einfach keinen Sinn. Jetzt... So, nein. Na toll. Stirb. Gib mir eure Kristalle. Du auch, du Frosch. Ja, level up. Gut. Wie besiege ich dich? Feuer. Feuer ist gut. Dann kann ich dich gut besiegen. Euch alle. So, das brauchen wir noch. Das brauchen wir noch. Okay. Ja, fragen wir mal Kazuma. Was? Explosiv-Dinger? Ja, das könnte... Das könnte funktionieren. Also du sammelst die Materialien? Ja, wenn ich nicht sterbe, dann mache ich das. Warte, hast du gesagt Gumbase? Warte eine Sekunde. Hier, nimm das. Und er hat noch einen Schlüssel für uns. Den Gum-Key, den Gum-Schlüssel. Er hing an der Mauer. Da steht Gum drauf. Da muss es eine Verbindung geben. Depending on you, wie übersetze ich das? Mein Leben hängt von dir ab, egal. So, ja. Nein, ich habe die Bombe noch nicht, so. Da oben waren die Raketen und da ist eine Tür. Und jetzt ist das hier aktiv, der Ventilator. Das heißt, ich kann da oben hin. Stirb, gib mir deine Kristalle, du auch. Genau, gib mir alle eure Kristalle. Stirbt, so. Kann ich... Solange ich hier bin, das ein wenig aufladen. Na, aua! Na toll, ich hab mich noch treffen lassen. Egal! Raketen? Brauche ich nicht. Egal, sammle ich trotzdem ein. Da ist ein Totenschädel auch neben der Tür. Das heißt, das bedeutet schon nichts Gutes. Aber ich gehe erstmal hier oben rein, wenn ich denn da oben stehen bleiben kann. Los, spring! Gut. Ich habe auch ein Fenster. Das sieht nicht gut aus. Grass Town hat. Und das ist alles... Die Musik ist aus. Und ein leerer Kamin. Du fühlst eine seltsame... Du hast ein seltsames Gefühl. Tinglingling. Und ein Bett. Und rote Blütenblätter. Und ihr erinnert euch, das letzte Mal, als wir rote Blütenblätter gesehen haben, wer ist uns da begegnet? Eine Kiste? Was ist da drin? Und noch mehr Raketen. Wir können jetzt 20 tragen. Und ich wechsle schnell auf den Raketenwerfer, denn ein weiteres Monster, Mimiga. Denn das passiert, wenn sie rote Blumen fressen. Ich kann das nicht untersuchen. Wenn sie rote Blumen fressen, dann mutieren sie zu solchen Monstern. Wie der Mimiga, wie Igor. Aber der hier hat sich komischerweise nicht zurückverwandelt, aber egal. Und da oben sind Raketen und... Oh Gott. Ich gehe erstmal da rein. Auch wenn es böse aussieht. Ich weiß nicht mehr, was mich hier... Ach ja, die Execution Chamber, die, jetzt habe ich vergessen, was Execution heißt. Ich muss ja aufpassen, wenn ich das wegschieße, kommen diese Viecher runter und die töten mich, wenn sie auf mich drauf fallen. Das heißt, ich muss... Nein, das töte ich nicht, das brauche ich noch. Na toll, ich muss nochmal raus. Denn eigentlich hätte ich das da stehen lassen müssen. Nochmal rein, so. Schieß und dann... Nein, Moment, war das richtig? Ja, das ist richtig. Das mache ich kaputt und dann... Nein, das war auch nicht... Hä? Ich weiß nicht gerade nicht, wie ich an diesen Herzcontainer rankomme. Okay, ich versuche es nochmal. Ich muss erst nachdenken. Aber ich meine, hey, die geben mir 5 Kristalle, das ist auch cool. Also. Da kann ich nicht drauf, das ist viel zu eng. Also muss ich das runterschießen. Aber... So, nein, ich mach's nicht kaputt, aber da kann ich nicht hoch.
Ah, wartet. Ich kann das hier kaputt schießen. Nein. Ah, jetzt weiß ich's. Okay, nochmal. Ah, ich sammle das immer. Okay, damit kann ich meine Waffen aufladen, aber ich sollte dann auch die Waffe wechseln. Also ich mache dich erst runter. Dann. Nein, ich lasse dich einfach ganz. Dann kann ich auf dich draufspringen. Dann mache ich dich kaputt. Stirb. Diesmal wechsle ich die Waffe. Genau. Dann kann ich das kaputt machen und ich kann mal in den Herzcontainer. Ja, mehr Lebensenergie. Die hätten wir auch gut gebrauchen können, bevor wir gegen Balrog gekämpft haben. Und 5. Jetzt haben wir. Nein, wir haben nicht 18, wir haben mehr. Aber 5, das ist schon gut. So. Haha, schnell genug gewechselt.